Hi ihr Lieben, habt einen wunderschönen Freitag und einen schönen Start ins Wochenende. Ich war heute mal ein bisschen unterwegs und so ein bisschen auf Kauai-Tour. Ich bin im Moment nämlich wieder total auf dem Kauai-Trip und wollte mal so ein bisschen schauen und bin natürlich dann mal zu Clarus gefahren. Ihr kennt bestimmt alle Clarus, ein super geiler Laden für Kauai-Krams und die haben wirklich wunderschöne Sachen. Ich persönlich finde Clarus allerdings ein bisschen zu teuer. Ich war heute so ein bisschen erschrocken. Aber gut, ein paar Sachen habe ich dann noch mitgenommen, aber nicht wirklich viel. Ich stehe total auf diese Puka Pops und die kriegt man ja auch bei Clarus. Wirklich zuhauf, da gibt es so viele. Aber ich würde sagen, wir starten. Ich war, wie gesagt, bei Clarus, bin aber danach noch zu Teddy gefahren, weil ich dachte, schau's mal bei Teddy. Und ich war echt so mega erfreut und so happy, denn ich habe auch bei Teddy einiges gefunden, wo ich sonst ja auch nie geschaut habe. Also ich war ja in den letzten gefühlt Jahren irgendwie immer nur so auf Shopping-Tour, Bastelsachen gucken und für meine Gruppe schauen. Und heute habe ich mal ganz bewusst nur für mich geschaut und für mich eingekauft und ich freue mich riesig. Ich zeige euch jetzt mal, was ich Feines mitgenommen habe. Ich habe ja gerade gesagt, ich stehe im Moment total auf diese Puka Pops und ich gehe mal ein bisschen näher ran. Brrrt. Und normalerweise kosten die 4,99 €. Ich hatte Glück, denn ein paar waren im Angebot für 2 Euro, für je 2 Euro. Da habe ich gesagt, okay, nimmst du dir 5 mit, gönnst du dir mal. Und leider waren nicht alle für 2 Euro, weil die Auswahl ist da ja wirklich enorm groß, was diese Puka Pops angeht. Und da sind so, so süße dabei. Schatzi, du musst kurz warten. Aber für 2 Euro dachte ich, nee, die sind auch ultra süß. Schaut doch mal. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, ein super toller Laden, was Kawaii-Sachen angeht. Aber ich persönlich finde es ein bisschen teuer. Da war so ein total süßer schwarzer Kawaii-Rucksack. Der war auch gar nicht groß. Ich mag eher so kleinere Rucksäcke. Der kam 40 Euro. Ich sage, nee, also nee. Oh, schaut mal. Ja, irgendwie bin ich gerade voll auf den Trip und möchte die jetzt irgendwie anfangen zu sammeln. Also wenn jemand weiß, wo man diese zuckersüßen Puka-Pops herbekommt, außer Clarus, darf mir gerne Bescheid sagen. Dennoch dieses süße Teil. Im Grunde, oder ihr wisst ja, dass diese Puka-Pops im Grunde ja einfach nur Lipgloss sind. Also das ist Lipgloss, aber für mich ist das eher... Ja, also das ist Lipgloss mit Geschmack, aber für mich ist das eher so ein Sammelding gerade. Wobei, mal schauen, die werde ich vielleicht auch mal benutzen. Dann habe ich mir mitgenommen, das ist jetzt nicht unbedingt Kawaii, wobei, also meine Nägel sind ja grausam. Ja, ich habe keine schönen Naturnägel, das ist leider Fakt. Und ich war auch lange nicht mehr im Nagelstudio. Und ist ja auch Geld, was man sich so ein bisschen klemmen kann. Das ist ja auch immer nicht so billig oder günstig. Gut, dann war ja Corona und so. Und ich setze mich da jetzt nicht eine Stunde hin mit Maulkorb. Das kriege ich nicht gebacken. Und ich habe mir jetzt Kunstnägel gekauft. Also Nägel, die man sich selbst klebt. Und ich wollte eigentlich tatsächlich Kawaii-Nägel haben. Und die haben tatsächlich bei Clarus auch Kawaii-Nägel. Aber ganz ehrlich, für Kawaii-Nägel da irgendwie 10, 12 Euro auszugeben, nö. Die waren auch im Angebot für 3 Euro. Das ist jetzt nicht Kawaii, aber die fand ich hübsch. Die habe ich mir mitgenommen. Und dachte aber, das war für mich auch so der Grund, schaust du mal bei Teddy, weil ich weiß, Teddy hat auf jeden Fall so Nägel viel günstiger. Und das war auch so, da habe ich mir auch welche mitgenommen. Die Sachen kommen gleich. Und jetzt, oh mein Gott, ganz ehrlich, ich finde es teuer. Aber ich, wie gesagt, bin gerade total auf den Trip und habe mir das gegönnt. Schaut doch mal, das ist mein neues Handy. Nein, natürlich nicht. Aber das ist so ultra niedlich. Und zwar haben wir hier drinne Lipgloss und natürlich ein Spiegel. Da bin ich. Moment. Das wird nichts hier mit Handy. Also wir haben hier ein Spiegelchen und wir haben hier Lipgloss. Das war teuer. Also ich finde, das kleine Ding war jetzt nicht unbedingt günstig. Hier kann man irgendwie noch was reinmachen oder was auch immer das sein soll. Das muss ich hier noch abmachen. Hat 7,99 € gekostet, aber
ja, der Claros-Besuch sollte sich dann doch ein bisschen lohnen. Und ich dachte, das ist so schön kawaii, das nimmst du mit? Ja, ist doch gut. Der Schatz, ich bin nämlich eher am Schreibtisch und der hat hinter mir einen Rappel. Ich mache das mal eben, weil er weiß, ich habe hier sein Ding. Ich habe, das ist jetzt auch nicht wirklich kawaii, ich habe für den Schatz natürlich wieder ein Spielzeug mitgenommen. Das hat er schon bekommen. Das habe ich gerade eben hochgenommen. Das habe ich vom Teddy. Ja, mein Schatz. Und zwar eine Giraffe. Und ja, Spielzeug 7.935. Aber er hat sich gefreut und kriegt da jetzt hinter mir einen Rappel. Deswegen gebe ich ihm das mal. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Er hat jetzt sein Spielzeug. Wie gesagt, ich war noch im Teddy und ich muss mal dazu sagen, mal so wieder drumherum gelabert. Es war heute so grausig warm, aber ich war tagelang nicht draußen. Ich schotte mich im Moment total ein und das ist natürlich auch nicht gut. Vor allem nicht für meine ja, Angststörung und Hitze triggert mich auch unglaublich. Und ich bin heute trotzdem losgegangen, weil ich war so kawaii-lustig und wollte mir einfach was für mein kleines Herzchen gönnen und wollte unbedingt zu Clarice. Und bin dann halt so durch die Gegend gefahren und zu einer Clarice-Filiale, dann noch zu Teddy. Bei Teddy, ungelogen, bei Teddy, da war keine Klimaanlage, waren bestimmt 35 Grad drin. Also da drin war es noch schlimmer als ohnehin schon draußen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, und das hat mit Schwitzen nichts mehr zu tun, das habe ich euch ja schon mal gesagt. Es war die oberste Katastrophe. Aber was ich schlussendlich jetzt sagen wollte, jetzt fängt es gerade an zu regnen. Aber ich habe hier in meinem Wohnzimmer und auch draußen sind über 60% Luftfeuchtigkeit. Ich habe ja auch über 60% in meinem Wohnzimmer Luftfeuchtigkeit. Das ist so unangenehm. Aber gut, jetzt machen wir mal weiter. Ich drehe jetzt trotzdem meinen Roll, weil ich will die Sachen nämlich nutzen. Jetzt ganz unspektakulär, aber die habe ich mitgenommen, sind Popcorn. Da habe ich auch mal wieder richtig Bock drauf. Gab es im Teddy für 1 Euro. Jetzt nichts Kawaiiges, aber alles andere ist schon so in die Richtung. Beziehungsweise nein, ich habe mir, wie gesagt, ich habe mir heute mal voll gegönnt. Ist alles noch in der Tüte hier, deswegen raschelt es zwischendurch. Ich bin eigentlich ein Markenschuhträger. Ist einfach nun mal so, weil ich die einfach schöner finde, besser. Ich stehe auf Nike und Adidas, aber insbesondere Nike. Hab unglaublich viele Sneaker, aber ich wollte einfach mal so ein paar einfache, die ich zu einer Leggings tragen kann für den Sommer, wo ich einfach nur reinschlüpfen muss, ohne mir die Schuhe zuzubinden sozusagen. Und habe die entdeckt, graupink. Und ganz ehrlich, ich stehe ja total auf diese Farbe und ich habe die mir einfach mitgenommen. Habe ich mir mal gegönnt für 12 Euro. Ist kein Preis, wenn man überlegt, was Markenschuhe kosten. Ich finde die saubequem, die sind super leicht. Und für den Sommer jetzt zu einer Leggings einfach reingeschlüpft. Ja, also ihr seht, das ist hier, da muss man nicht wirklich eine Schleife machen. Das ist hier echt sehr, sehr geil. Und die habe ich mir auch mitgenommen. Größe 38, 12 Euro. Voll geil. So. Dann geht's weiter. Mache ich mal mit den nicht-kawaiigen Sachen weiter. Ich hatte euch ja erzählt, ich habe mir Nägel gekauft. Ich will einfach mal probieren, inwieweit das so klappt, wie lange die halten. Und ja, für 1,50 kann man nichts falsch machen. Was ist los? Ach, mein Schatzi, wartet mal. Oh, dieser Hund, der macht mich irre. Das macht ihn nämlich total irre, weil er weiß, ich drehe hier einen Heul. Normal machen wir das ja auf dem Boden. Und er ist natürlich neugierig. Also, ist er jetzt hier auf meinen Schoß und guckt. Schatzi, willst du auf den. Na gut, warte, Mama, pack das mal auf die Seite, dann darfst du auf den Tisch, ja? So, warte. Weil das ist so warm, dann muss die Mama dich jetzt hier nicht auf dem Schoß haben. Komm. Der ist ja öfter mal mit auf dem Schreibtisch, wenn ich bastel oder so. So, also der Schatz krepelt jetzt hier mit auf den Tisch rum. Ja, ich habe mir also jetzt hier diese Nägel gekauft und wir gucken einfach mal, wie das so funktioniert. Das ist einmal das. Dann habe ich mir diese Farbe gekauft, finde ich auch schön. Und wie gesagt, 1,50, Kleber ist dabei. Ich muss nur gucken, weil ich finde die immer viel zu lang. Und habe auch mal Nägel versucht selber zu machen und so. Also eben so Nageldesign und so, habe aber alles wieder verkauft. Da hatte ich auch wie nennt sich das, so eine Nagelfräse oder so. Ja, die ist auch warm, gell? Der hechelt sich ein. Es ist so schwül, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ja, deswegen, und ich weiß nicht, die kann man ja, also die sind mir zu lang. Ich weiß nicht, ob man die, vielleicht weiß jemand Bescheid. Ja, doch, die werde ich auch einfach feilen können, gell? Dass ich mir die aufklebe und ein bisschen feile. Also weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wie ich das hinkriege.
So, das muss nicht im Bild liegen unbedingt. Und dann habe ich noch diese. Ich habe mir 3 Päckchen mitgenommen. Wie gesagt, dann hatte ich ja noch die von Claris. Ich bin erstmal ausgestattet und schaue einfach mal, inwieweit das funktioniert. Und ich glaube, jetzt sind wir fast schon bei den Kawaii-Sachen, noch nicht ganz. Ich habe mir hier so einen Haargummi gekauft. Den fand ich ganz geil, das Ding, ne? Weil es ist schön groß und da hoffe ich, dass ich meinen Dutt vernünftig hinbekomme. Ja, hier mit den Steinchen war ganz schickelig. So, Post. Dann habe ich die Socken. Ah, so cute! Einhorn-Socken. Ich meine, Einhorn ist jetzt so ein bisschen out mittlerweile, aber ich fand die Farben ganz neckisch und 4 Paar für 3 Euro kann man nichts meckern. Die sind ja irgendwie schon ein bisschen cute, ne? Wir können ja mal gucken. Naja, eigentlich kann man das ja sehen. Also, ich finde die, schon ganz süß. Farbe ist, wie gesagt, auch fetzig. Hier haben wir Neon. Joa, das ist, wie alt war ich denn nochmal? Ja, ich würde sagen 5. So, das sind die Sockelis. 4 Paar 3 Euro, kann man nichts sagen. Und dieses Washi-Tape habe ich mir mitgenommen, weil 55 Cent fand ich total schön und das sind die, die auch wirklich gut kleben. Das ist, also was ich mit Washi-Tape schon ausprobiert habe, da sind so viele schlechte, da, also wirklich, kann man nichts zu sagen. So, jetzt aber ein bisschen Kawaii-Krams, ich freue mich. Und zwar habe ich entdeckt für 1,50 Euro diesen Schlüsselanhänger. Ja, finde ich total cool. Kommt an meinen Rucksack oder so. Und oder wo auch immer hin. Am Schlüssel wird es vielleicht ein bisschen groß hier mit der Tasche, aber ich fand die so schön hier mit dem Sternchen. Und ich dachte, da kann entweder eine Maske rein oder Kakitüten für Schatzi. Und für 1,50 Euro musste einfach mit, weil es geht auch in die Kawaii-Richtung. Ich stehe da einfach total drauf. Ja, zurzeit ist echt. Ja, da wird es im Moment öfter was geben. Ich werde jetzt, schaut doch unbedingt mal auf TikTok rein, das hatte ich euch, glaube ich, schon gesagt. Dort gibt es jetzt auch, ja, da will ich mich so ein bisschen auf Kawaii jetzt spezialisieren, sage ich mal. Dann, ich habe auch endlich so ein Teil. Guckt mal. Ihr kennt die alle, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Nee, eigentlich will ich es nicht aufmachen, weil ich will da, wie gesagt, für TikTok auch noch ein Video machen. Aber ihr kennt das, wo wir dann hier reindrücken. Geht jetzt mit der Tüte nicht so gut. Ne, ihr kennt das. Ja, vielleicht ganz gut, wenn ich das abends so auf der Couch mache. Vielleicht pulle ich dann nicht. Wie gesagt, schaut sonst unbedingt auf meinen TikTok-Account. Dort zeige ich solche Sachen denn eben separat und eben so in Action, ja, sozusagen, also wie das Ganze dann eben in Action aussieht. So, dann, oh mein Gott, ich bin so bescheuert. Musste einfach sein, ja. Für mich kawaii, retro, wie gesagt, im Moment stehe ich total da drauf und ja, hier muss irgendwie ein Regal an meine Wand, da kommen dann so Sachen rauf. Und das war noch nicht mal teuer, 1,50 Euro, glaube ich. Auch das werde ich vor der Kamera für TikTok aufmachen und direkt ausprobieren. Da mache ich dann halt so meist so dann ASMR-Videos zu. Also eben dieses, wo man dann eben das auch alles so hört. Und ja, finde ich total schön. Ich selber stehe im Moment auch total auf diese Videos. Aber nicht diese Videos, wo jemand irgendwie, also Menschen vor der Kamera flüstern oder so. Da wäre ich total aggressiv. Aber so Unboxings, also mehr Unboxing und so, das finde ich total schau. So, dann geht's weiter. Kawaii für mich absolut. Musste mit, ist dieser Radiergummi. Also, ja, Kawaii. Das ist aber eher so, ja, ich fand den halt irgendwie cool. Deswegen habe ich den mitgenommen. Dann auch absolut genial, kann man sich aufstellen, sind diese. 1 Euro, 4 Stück, kann man ja auch wohl gar nichts zu sagen. Und ja, ist für mich auf jeden Fall auch in die Richtung, so vom Stil, was ich eben jetzt gerade total gern mag. Kann man sich auch hinstellen. Wie gesagt, ist jetzt gerade so ein Sammelding.
was ich habe. Und ja, aber die sind doch wohl auch mal geil, ey. Oh mein Gott. Wie gesagt, vielleicht werde ich die auch bei TikTok auspacken und von den Farben und so zeigen. Ist ja wie gesagt Lipgloss. Dann habe ich das entdeckt, musste auch mit, weil ich dachte, ach, wie süß ist denn das? Für 2 Euro. Dieses süße Kawaii-Häschen kommt auf jeden Fall an meinen Schlüssel. Das ist warm, gell, Schatz? Es zieht nichts durch hier. Jetzt regnet es gerade mal, aber es zieht nichts durch. Ja, Kawaii-Häschen. Dann habe ich Kawaii-Sticker entdeckt und deswegen habe ich die gekauft, weil die sind ja wohl auch mal sehr kawaii. Die gab es bei Teddy. Irgendwie wackelt das hier so. Noch mein Schatz. Und die okay. Und dann, oh mein Gott, für 1,50 Euro und ich schwör's euch, solche Bürsten, ja, solche Bürsten. Moment, ich pack mal den Schatz hier runter. Ja, das ist eine Bürste, mein Schatz. Eine Bürste, soll Mama dich kennen mit der Bürste? Bist du runter? Ja, so ist es zwar. Moment. Ja, wie gesagt, solche Bürsten, und ich glaube, da war sogar eine dabei, die genauso aussah, bei Clarus für echt viel mehr Geld. Ich weiß leider gerade den Preis nicht mehr, aber dann habe ich die entdeckt für 1,50 Euro bei Teddy und musste sofort mit. Das ist eine Bürste für unterwegs mit Spiegelchen. Da können wir so raufdrücken. Ja, Kawaii, definitiv Kawaii. Und dann drücken wir mal rein. Und deswegen für 1,50 musste auch die Bürste mit. Bei Clarus, wie gesagt, gab es die auch. Aber für einiges mehr. Also echt krass. Ich habe da immer nie so geguckt, aber Teddy hat da auch echt viele schöne Kawaii-Sachen. Und unfassbar. Zum Beispiel, oh mein Gott. Da bin ich mega gespannt. Auch da könnt ihr schauen auf TikTok. Da werde ich das ausprobieren. Und zwar ein LED-Kugelschreiber. Für mich Kawaii, ganz klar. Und ich musste den einfach mitnehmen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, der funktioniert. Weil das ist, wie gesagt, ein LED. Also ich denke mal, das ist dann hier beleuchtet. Und ja, ob man damit schreibt, ist eine andere Geschichte. Das geht einfach um was ganz anderes, ne? Um den Effekt. Es ist halt Kawaii und es leuchtet und es ist halt süß. Und deswegen muss ich den mitnehmen. Und dann habe ich noch eine Bürste geholt und da habe ich mich sofort verliebt. Die musste mit. Schaut euch die Bürste an. Das ist halt diese Bürste. Ich möchte das jetzt, wie gesagt, nicht aufmachen. Das kommt alles, das mache ich alles bei TikTok. Ja, und zwar, guckt mal. Also jetzt mal ernsthaft, aber das ist ja wohl mal total geil. Wir haben hier eine Schüttelbürste. Schatzi, nein, jetzt ist Schluss. Ja. Fand ich total geil und jetzt mal ohne Scherz, für den Preis kann man nichts meckern. 2 Euro, das ist gar nichts. Wenn ich mal überlege, was, wie gesagt, ich war vorher bei Clarus, was die Sachen da kosten. So auch, da gab es auch Kawaii-Bürsten und so. Ich habe ein bisschen gefilmt bei Clarus. Könnt ihr, wie gesagt, gerne auf TikTok schauen. Also das, ja, ist sehr teuer da. Und dann, das war mit einer der Gründe, weshalb ich zu Teddy wollte. Also wegen der Nägel und weil ich wusste, die haben da teilweise auch immer total süße Notizblöcke oder Notizbücher. Und was soll ich sagen? Ich habe Glück gehabt. Wie geil ist das denn? Auch da haben wir einen Schütteleffekt. Hat gerade mal 3 Euro gekostet. Ich hatte nämlich, Gott sei Dank habe ich es nicht mitgenommen, ich hatte auch ein Notizbuch bei, ein Notizbuch in der Hand von, oder bei Clarus, Mann, kann ich heute noch reden, und filme ich überhaupt? Ja, jetzt habe ich aber gerade echt einen Schreck bekommen. Und das war aber so ein plüschiges, hat gekostet 10 Euro, glaube ich. Hatte ich echt in der Hand und überlegt, oder war das sogar noch teurer? 20 Euro? Nee, 10 Euro, glaube ich. So ein Plüschi. Aber Gott sei Dank habe ich es nicht gekauft, weil ganz ehrlich, das gefällt mir besser. Da gab's, bei Teddy gibt es übrigens auch Plüschis, also Plüschbücher, ich glaube für 5 Euro oder auch 3 Euro, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall fand ich das aber total schön. Und ich habe so die ganzen Tage schon im Kopf, du musst mal nach einem schönen Notizbuch gucken. Ich planne ja nicht mehr,
weil ich habe im Moment so viele Ideen im Kopf, die ich mir aufschreiben möchte. Also Ideen für Videos und so. Und ja, was passt da mehr als dieses ultra süße Kawaii-Buch? Und jetzt, einer meiner Highlights ist diese Flasche. Eine Trinkflasche, die jetzt so erstmal nach gar nichts aussieht. Aber ihr könnt es vielleicht schon lesen. Ich hatte die beim letzten Teddy-Besuch auch schon in der Hand und dachte, nee, Bianca, nicht für 10 Euro. Aber ich habe sie mir heute gegönnt. Ich war heute auf einem Gönntrip, weil ich mir selber auch so jetzt nicht so oft was gönne. Wie gesagt, hat gekostet 10 Euro. Aber ohne Scherz, das war es mir wert, weil die hat 8 verschiedene Lichtfarben. Und das zeige ich euch gleich. Ja, das Motiv hier, da gab es auch noch ein anderes Motiv mit so, ja, es gefiel mir nicht so, mit so Weltallgedöns. Also dann natürlich lieber hier, klar, Einhörner. Und jetzt schaut mal, ich mache mal kurz hier mein Lämpchen aus, damit wir das richtig schön sehen. Moment mal. So, jetzt ist es ein bisschen dunkler. Und schaut mal. Oh mein Gott, also wir haben hier grün, das sieht im Video gar nicht so aus wie, also real, ich habe es ja vor mir, das ist so geil, richtig intensives Licht und ja, dann haben wir grün, wir haben blau, wir müssen immer einmal, beziehungsweise zweimal raufdrücken, dann haben wir hier so ein gelb, die werde ich auf jeden Fall auch auf TikTok vorstellen, das ist so geil, dann pink. Also wir haben hier 8 verschiedene Farben, aber das ist so, so geil. Also ich bin ja, ihr seht, wir haben hier sogar eins, das sehe ich selber jetzt erst, mit einem kompletten Wechsel. Also wir können dann auch hier, das sind jetzt hier, ist hier wahrscheinlich der 8. Modus, der 8. Modi, wo wir dann halt einen Wechsel haben. Und hier haben wir dann die einzelnen Farben. Jetzt mal ehrlich, das ist doch wohl mal geil, oder nicht? Also ich finde das mega, mega geil. So, Licht wieder an. Ja, und dann haben wir hier ganz normal, ne? Raufdrücken und eine Trinkflasche. Ich finde die toll. Mega geil. Hier kommen Batterien rein. Eine Batterie. Ne, dreimal AAAs. Aber man hat die ja nicht dauerhaft an. Aber ich finde die total toll. Ich bin total verliebt. Ich habe mir die heute gegönnt für 10 Euro, weil A ist die Kawaii und B ist die überhaupt einfach mal total geil. Ich freue mich mega über meinen Einkauf. Also ich freue mich total über die Sachen. Schaut, wie gesagt, gerne auf TikTok rein. Das war's, meine Lieben. Ich denke, da sind einige schöne Kawaii-Sachen bei. Und wie gesagt, ich freue mich und werde mich heute vielleicht mal an Nägel versuchen. Mal gucken, ob das klappt. Und ansonsten, falls ihr Tipps habt, wo man diese ultrasüßen Teile herbekommt, außer Claris und vielleicht günstiger, da, ja, oder vielleicht gibt gerade jemand welche ab. Ich bin nämlich, wie gesagt, auf dem Sammeltrip. Ich finde die total toll. Ich habe jetzt, wie gesagt, erst diese 5 Stück. Aber ich habe vorhin natürlich gleich bei eBay Kleinanzeigen geschaut und habe eine entdeckt, die so ein Dreier-Set verkauft. Es gibt auch so Dreier-Sets. Da sind immer 3 Stück drin für bei Claris für 11,99 Euro. 3 Stück. Und ja, und die hat für 3 Euro die 3 verkauft. Plus 2 Euro Versand habe ich natürlich zugeschlagen. Also da kommt dann demnächst auch nochmal ein Set. Und dann habe ich schon 8. Tada! So, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Ich freue mich total über meinen Einkauf. Ich bin total in Love. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vor Love. Und werde wahrscheinlich noch das eine oder andere TikTok machen. Ja, hier auch über dieses süße Teil. Und ja, schaut auf jeden Fall bei TikTok rein. Würde mich mega freuen, wenn ich da noch ein paar Abonnenten mehr bekäme. Da bin ich nämlich noch am Anfang. Und TikTok macht mir im Moment total Spaß, weil das macht super viel Spaß. Ja, einfach mal so auf die Schnelle so ein kleines Video zu machen. YouTube ist da schon so ein bisschen, ja, aufwendiger und so. Aber macht mir natürlich auch Spaß. So, meine Lieben, bis zum nächsten Video. Tschüss!